Ja, moin Leute, Servus mit am Start. Herzlich willkommen zur Gruppe C. Das sind, wie wir hier sehen, Meister, Romina, Jasper und Tommy Köln. Ja, ich bin gespannt. Also meine Favoriten jetzt im Vorfeld sind sind Meister und Romina. Jasper kann man sich auch gut geben und auf Tommy Köln bin ich ganz ehrlich gespannt, weil das Video sieht schon mal interessant aus, wenn ich so das Thumbnail sehe. Im Vorfeld, wie gesagt, immer noch 80% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten des Kanals. Ich würde mich durch ein Abo freuen, wenn sich das ändert. aber jetzt schauen wir erstmal beim MyStep rein. Hat er sich bei Timatic abgeguckt, die Lost Place? Bruder, ich schreib Song für Song in der Nacht. 7 Jahre Rap, über 1000 Tracks. Hype kommt, Hype geht, auch wenn der hier gerade bleibt. Rap ist Leben, fuck, ich sterbe für den Scheiß. Einmal! Jeder Kekko macht doch Kekskenner. Du ziehst rein Sinn, ich schreib Bestseller. Bruder, fick auf Klicks, häng im Rap-Keller. Geh mit Chips auf der Couch, so wie Jack Stella. Song-Performance ist ein Headbanger. Für dich reicht der Achter kein Schlechtsinner. Du bist ein Crackspanner, lass dein Rifle-Geschoss durch dein Back brettern, du. Auf jeden Fall schon mal verständlicher als in der Quali. brettert auf jeden Fall richtig rein. Die Animationen im Video sind auch ziemlich nice. Sie mit der Wumme, Bob ist versprochen, ein nie wieder Hunger. All the way up, ich zieh niemand mehr runter. Eine, du liegst, bin wie Khabib, mit 31 im Kopf und besiegt. Ich seh nur Kacks, lass den Reden auf Beats. In deinem Radkast im 10 Dynamit. Sag einen Satz und der PKW fliegt. Schlopp deine Halsfresse weg vom Granit. Ich bin für Plastik, Rap präservativ. Guck alle gleich, was sie reden von Weed. Guck alle gleich, was sie reden von Ben. Ist doch gut, Digga, nimm doch mal Fidel. Ich bring Epic Shit, ihr seid No-Names. Auf den Battle Rap keine Romance. Lass die Jokes, wir sind keine Homies. Kille deine Bros, du wirst soon im Ronin. Ja, die Hook ist für mich tatsächlich besser als in der Quali. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Es ist halt irgendwie nicht so meins, weiß ich nicht. Ich komme da nicht so ganz dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Deine Mami bläst am U-Bahnhof, Fick Mythologie, jeder Nazi ist sein Hurensohn. Hört auf Merkel, haltet Abstand von mir, keine Bars mehr, bevor ihr den Shutdown kassiert. Suche den Weltmeister, kein Magazin, dreht dabei nicht von der neuen Jolie. Neue Patronen durchlöchern dein Jeep, hab kein Verständnis für Pädophilie. Alles gibt Hacklinks für Promo und Show, erwachsen die Bitch, auf Fotos so hoch. Gemeinde auf Beats geht wie Todesschwadron, ballerst rot Munition, egal wo du Bitch wohnst. Und sie denkt in dich einer, den O-Casino mit den billigen Singles, dein Vorstand geholt. Schon tot, ich vom Thron und zurück Richtung Grund wie der rote Maron. Yeah, Rap-Skill ist 100%, nur Konkurrenz fickt die Untergrund-Gangs. Ihr habt Fashion, Gott, Klugger und Bands, aber alles nur Fake, ihr habt null Fundament. Bring Epic Shit, ihr seid No-Names, auf den Battle-Rap keine Romance. Lass die Jokes, wir sind keine Homies, kille deine Bros, du wirst soon im Ronin. Die Bridge, wenn ich das mal so nennen kann, gefällt mir irgendwie nicht. Das ist so das am Track, was mich am meisten stört. An sich ist das echt eine stabile Runde, aber irgendwie hört sich das nicht so geil an. Was unterscheidet dich von den anderen der Mannschaft? Eure Mucke ist für mein Schlafen wie Quaalude. Ich mach Mucke, bis ich sterbe, Bruder, stay tuned. Ja, doch, es ist besser als die Quali. Wobei die Quali war schon geil. Keine Frage, aber ich finde die Runde sogar noch vom Gesamtpaket her ein bisschen besser.
Wie gesagt, die Bridge störte mich ein bisschen und die Hook ist jetzt nicht so ganz mein Style, aber die ist echt gut. Trotzdem. Ja, gute Runde. Habe aber auch nichts anderes erwartet. Natürlich werde ich auch wieder kommentieren. So, ja. Und damit das Video nicht allzu lang wird, machen wir weiter mit Romina. Da bin ich jetzt, also auf die bin ich echt gespannt, weil wie gesagt, sie hat angekündigt, dass das ein Brett werden soll. Ich bin mal gespannt. Die Bewertung ist auch gut. Did I hit too much? I check my phone, it is so overblown. Last night you pushed me right into a battle zone. Schöner Einstieg auf jeden Fall. Ist das nicht das Unge-Design? Last night, but when I think about it, I started crying. I don't want these tears in my eyes. I just wanna feel love and I don't wanna die. Cause I feel it breaking inside. I know this shit takes some time. Das ist ein ganz anderer Style als in der Quali. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also ich fand die Quali ja vom Stil her echt gut. Das ist was ganz anderes, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber hat was. Das T-Shirt von Shady, sehr gut. Show me all of my scars, though I thought that my body will always be. Break me, tear me apart. Fuck me, fuck with my heart. Show me all of my scars, though I thought that my body will always be yours. I'm fucked up. You fucked me up. No, just no more. Die Stimme ist was Eigenes, ne? Aber ich fand diese Stimme, die sie in der Quali eingesetzt hat, irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß das nicht. Ist auf jeden Fall echt stylisch, muss man auf jeden Fall sagen. Ist was echt top. Ist ein bisschen ungewohnt, wie gesagt. Ich hätte mir jetzt den Stil wie in der Quali so ähnlich erwartet, aber gefällt mir auf jeden Fall. Ja, die Hook ist jetzt nicht so besonders. Die Hook ist nichts. Also die Hook ist, naja, nicht so berauschend. Da war die vom Meister auf jeden Fall besser. Viel besser. Oh, you showed me not everyone who stay long will always be a friend. When your body is all they want, when your body is all they want, yeah, I got it now. If your body is all they got in any dream, you got a chance. There's no. Aber der Beat ist geil auf jeden Fall. Der bockt. No trust in between a guy who wants to fuck and a girl who wants to trust someone. If your body is all they got in any dream, you got a chance, there's no trust in between. A guy who wants to fuck and a girl who wants to trust someone. I'm fucked up. You fucked me up. No trust no more. This is pre-war. I'm fucked up. You fucked me up. No trust no more. This is pre-war. I'm fucked up. You fucked me up. No, just no more. This
ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also die Quali hat mir auf jeden Fall besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist musikalisch wieder top auf jeden Fall, muss man natürlich anerkennen. Stylisch ist es vielleicht auch eine bessere Richtung, sag ich mal, als der Schocker, den sie in der Quali, gebracht hat. Aber ich kann nicht so richtig damit was anfangen irgendwie, ich weiß es nicht. Wanna faster than you can be. You destroy what you wanted to keep. So now go fuck you. And you've sought apologies. I say, just hurry up, dude, 'cause I'm only counting to three. One, two, three. Shoot. Okay, das Ende war ganz cool auf jeden Fall, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Quali fand ich auf jeden Fall tausendmal besser. Ja, ich kommentiere mal mit anders. Sagen wir mal, ich weiß nicht, also die Runde war ja gut, aber ich habe mir durch die Quali und ihre Ankündigung irgendwie mehr versprochen, ich weiß es nicht. Trotzdem an sich gefällt es mir ja, aber ich bin mit einer, ich sag mal, sehr hohen Erwartungshaltung da reingegangen, muss man mal auf jeden Fall sagen. In der Hinsicht hat sie mich ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber fand ich jetzt nicht so prickelnd wie die Quali, aber kann man sich auf jeden Fall geben. Nur dieses Mal fand ich tatsächlich MyStep besser. Jetzt kommt Jasper, mal sehen, was der bringt, da bin ich nämlich auch gespannt. Die Quali fand ich ja ordentlich, aber nicht so sonderlich berauschend. Mal gucken. Sie dachten, dass ich unbedingt unter dem Sackdeckel will. Doch ich leb noch und dreh durch den Spanferkel-Grill. Mach Alarm. Alter, mit Maske sieht er ja mal ganz anders aus. Wenn ich will, der fanatische Arsch deiner Mom wird gekillt. Auf Kamakrapillen. Hancock lebt, ich lass keinen Zweifel offen. Benehmen wie Neandertaler Steinzeit gebrochen. Zu viel Weißwein gesoffen. Und bei einer Arschbombe in die Badewanne dann das Steißbein gebrochen. Kein Beziehungsmensch, auch wenn Frauen das sie mir sehen. Ich komm nicht mal mit mir selber klar und bin schizophren. Wie's mir geht, ganz okay, mach mit Porno-Bitches rum. Und deine Freundin frisst, als wär sie vor einer Hinrichtung. Mach den Blunt an, weißer Raucher, B muss papern. Knallmodel, Fotzen weg in Besenkammern. Crackflow, bin für Junks ein Seelenverwandter. Und ich schlag dir in die Fresse wie dein Pflegevater. Gefällt mir besser als die Quali auf jeden Fall. Es echt geht übelst nach vorne, geiler Beat. Anderer Style von Jasper natürlich, muss man mal jetzt mal so sagen. Der Typ hinten hat auch irgendwie keinen Bock aufs Video. Gefällt mir aber auf jeden Fall. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich bin zeitnah da. Der Shit ist fresher als gedacht, darauf kommt keiner klar. Und sie kommen immer wieder, weil sie so begeistert waren. Zum Beispiel die Pre-Hook oder Bridge, wie auch immer. Fand ich da besser als bei Romina, das muss ich jetzt mal sagen. Ich fand die, bei Romina, bei MyStep, ich fand die nicht so gut bei MyStep. Das war ja so der größte Kritikpunkt am Video. Das hat Jasper auf jeden Fall, finde ich, besser gemacht. Das ist der Crackflow. Stoff, den dein Körper nicht abbaut. Digga, ich bin echt so. Du wachst nachts auf und hast davon Albtraum. Was weißt du schon von exzessiven Drogenmissbrauch und die Wohnung? Wenn das die Hook war, naja. Da ist MyStep seine immer noch am besten. Sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Wieder sowas von drauf, hol die Schrotflinte raus und dein Kopf landet im Graben. Ich mach dich damit zur Sehenswürdigkeit. Drop ein Part und ihr wisst, dass ihr nicht lebenswürdig seid. Ich geh mit der Ficken, hab ein Fetisch für den Scheiß und du Fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz. Pack das Gesicht der Bitch in Rewe-Tüten ein, lad sie gegen ihren Willen auf ein Schäferstündchen ein. Irgendwann Dschungelcamp, hau mir Regenwürmer rein, dann sind die Pläne aufgegangen, so wie Hefemürbeteig. Du wirst verprügelt. Ja, dann macht er den perplex mit so einem richtig billigen Vergleich. Wie ein entlaufener Sklave und ich bunker so lang Geld, bis ich ein Haus hab mit Garten. Trotzdem
Penner Swag, ohne draußen zu schlafen. Geh raus auf die Straße, bis ich aufhör zu atmen. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich bin zeitnah da. Der Shit ist fresher als gedacht, da drauf kommt keiner klar. Und sie kommen immer wieder, weil sie so begeistert waren. Das ist der Crackflow. Stoff, den dein Körper nicht abbaut. Digga, ich bin echt so. Du warst nachts auf und hast davon Albtraum. War das die Runde? Ja, ich glaub schon. Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin bei den beiden doch bei Romina. Es war für mich eine Steigerung zur Quali, aber was die Runde ein bisschen kaputt gemacht hat, ist halt ein bisschen mal ein geiler Beat und der Style an sich ist ja auch geil, aber irgendwie wurde es dann langweilig und die Hook war mehr oder weniger nicht vorhanden. aber trotzdem... Der Top-Kommentar ist geil. Irgendwas stimmt hier nicht. Der sieht aus wie ein Mensch und nicht wie ein drogenabhängiger Penner. Ja, das stimmt. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Ja, da gibt es wahrscheinlich 10% drauf. Jasper, coole Runde auf jeden Fall. Aber ich sehe die anderen beiden weiter vorne. Sind sie auch in den YouTube-Bewertungen? Ich glaube, da sind beide nach Haufen weiter vorne. Aber jetzt ist der Moment, auf den ich wirklich fast so gespannt bin wie bei Romina. Was macht Tommy Köln? Wir schauen es uns jetzt an. Ich gucke mal erstmal auf die Bewertung. Ach, jetzt kommt erstmal Werbung. Akute Knieschmerzen? Der entzündungshemmende Wirkstoff von Voltaren reicht. Wie sieht die Bewertung aus? Oh, besser als letztes Mal auf jeden Fall. Aber er hat mit Abstand die wenigste Aufmerksamkeit. Mal gucken. Also Gitarre spielen kann er ja, das wissen wir ja von der Quali schon. Eine Achterbahnfahrt beginnt gerade in mir. Es öffnen sich Pforten und schließen sich Türen. Also ich muss ja immer noch sagen, ich bin echt ein Fan von seiner Stimme. Wenn ich drüber sing, dann fühle ich mich frei. In dem Moment gestehe ich mir ein. In dem Moment gestehe ich mir ein. Vor den Spiegel gestellt, betrachte ich mich selbst. Es dauert einen kleinen Moment, bis ich erkenne. Ich bin, wie ich bin. Und nehme mich so. Also, es ist cool. Es ist tausendmal besser als die Qualifikation auf jeden Fall. Das Video, okay, na gut, der läuft halt einfach nur über so eine Brücke. Aber das Lied bockt. Ich weiß es nicht. Mir gefällt das. Überrascht mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob Nacht oder Tag, bin ich bereit. Ich fühle mich stark. Ich fühle mich frei, wenn ich drüber singe, dann wird es mir klar, der Moment ist endlich da, der Moment ist endlich da. Vor den Spiegel gestellt, betrachte ich mich selbst, es dauert einen kleinen Moment, bis ich erkenne. Er hat die beste Bridge diese Woche, auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
oder Pre-Hook, wie auch immer man das ja nennt, oder wie man immer auch immer das nennen mag. Und die krasseste Steigerung zur Quali auf jeden Fall. Also es ist, kann ich mir sehr gut geben, das Lied. Wie ich bin und nehme mich so, wie ich nun bin, wie ich nun bin. Ich bin, wie ich bin und nehme mich so, wie ich nun bin, wie ich nun bin. Ich bin, wie ich bin und nehme mich so, wie ich nun bin, wie ich nun bin. Ah, da hinten der Dom. Ja, auf jeden Fall eine echt stabile Runde. Bin echt ein bisschen... ja, der Typ ist krass talentiert und hat eine mega Stimme. Ist halt einfach nur nicht meine Musik. Ja, ich kann mir sowas aber auch geben. Also, das würde ich jetzt nicht sagen. Er hat auf jeden Fall mit Abstand die krasseste Steigerung. Die beste Pre-Hook, wie ich finde. Die beste Message und einfach, ja, er ist am musikalischsten, muss ich sogar sagen. Also, Hut ab auf jeden Fall. Da bin ich jetzt echt ein bisschen geflasht, sag ich mal. Ja, jetzt da eine Top 4. Ja. Also, Jasper setze ich auf 4, ich weiß nicht, das war mir ein bisschen zu Standard. Und die anderen drei, das kann ich echt nicht einordnen. Ich meine, Tommy Köln wird wahrscheinlich rausfliegen. Leider Gottes, muss ich sagen. Aber ich sehe hier, boah, 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 boah. Weiß ich, MyStep ist irgendwann immer so unverständlich gewesen. Und Rumbina ist irgendwie, er hat mich nicht so abgeholt. Also, wenn es nach meinem Empfinden geht, müssten Rumbina und Tommy Köln weiterkommen. Einfach, weil es am meisten meine Richtung war und ich die Runden einfach am Best fand, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Tommy Köln und Romina sind meine Wahl. Das wird zwar nicht so kommen. Ich denke mal, dass MyStep und Romina weiterkommen. Ich glaube, das ist relativ sicher. Wobei Romina und Jasper könnten noch tauschen. Und Tommy Köln wird leider, leider, leider fliegen, weil die Runde fand ich eigentlich sogar jetzt vom Gesamtpaket her am besten. Muss ich jetzt mal sagen, diese Woche. Ja, also das sind Romina und Tommy Köln sind meine Wahl. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und eure Meinung in die Kommentare. Wer soll weiterkommen? Aber bitte nicht Fanboy-Gelaber von wegen, wir sind die MyStep-Crew oder wir sind die Jasper-Crew oder so, sondern einfach subjektiv, welche von den vier Runden haben euch, welche zwei von den vier Runden haben euch am meisten abgeholt und würdet ihr gerne weitersehen. Und wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, damit die Zahl von 80% nicht für ewig da stehen bleibt. Und da würde ich jetzt sagen, ich wünsche noch einen schönen Abend. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss und bis dann.